Diese Sitzung leitete Mario Draghi, der Italiener, den sie im Gewerbe Super Mario nennen. Draghi hatte schon exzellente Verbindungen in der vernetzten Welt des großen Geldes, als er noch nicht Präsident der EZB war. Schon lange ist er Mitglied in einem exklusiven, diskreten Zirkel, der Group of 30. Eine Gruppe von 30 super einflussreichen Lenkern von Geld und Macht. Neben Mario Draghi finden sich da auffallend viele aktive und ehemalige Mitarbeiter des amerikanischen Geldhauses Goldman Sachs. Von der Investmentbank heißt es nur halb im Scherz, dass sie die wahre Weltregierung sei. Dem Ombudsmann der Europäischen Union sind die Verbindungen des obersten Währungshüters der Eurozone unheimlich geworden. Er hat eine Untersuchung eingeleitet. Franz Busch und Frank Bethmann sind dem diskreten Club der 30 und der Rolle von Mario Draghi dort nachgegangen. Kontakte hat man oder man hat sie nicht. Draghi hat Kontakte, die besten über Jahrzehnte aufgebaut, in der Politik und in der Finanzwelt. Man kennt sich, man redet miteinander, man ist sich nah. Doch die Nähe wird zum Problem genau dann, wenn die Treffen nicht öffentlich sind und der Eindruck geheimer Mauschelei entsteht. What we feel basically uncomfortable with. Uns bereitet Unbehagen, dass ein solcher Spitzenbeamter mit einer solch großen Verantwortung für Europas Banken und für Europas Volkswirtschaft dem privaten Bankensektor so nahe steht. Draghi beginnt früh, sein Netzwerk zu spinnen. 1991 wird er Generaldirektor des italienischen Schatzamtes. Die Kassen sind leer, Italien hochverschuldet, Staatsunternehmen sollen verkauft werden. Draghi bringt die italienischen Industriellen mit den mächtigen Bankern der City of London zusammen. Stilecht. Benito Levigne erinnert sich, damals in der Geschäftsleitung des staatlichen Energiekonzerns Eni. Es passierte an Bord der berühmten Yacht Britannia, die vor Civitavecchia in internationalen Gewässern vor Anker lag. Dort waren alle Spitzenvertreter der Geschäftsbanken mit dabei. Bei den Verhandlungen mit an Bord auch, ja, Mario Draghi. Geschickt verhandelt er und wird schnell zum Britannia Boy. Auf der Yacht der britischen Queen werden milliardenschwere Deals eingefädelt. Auch Goldman verdient kräftig mit. Vor allem mit Immobilien von Eni. Die wurden verschleudert, fast verschenkt, empört sich Levigne noch heute. Und Draghi gab die Richtung vor. Er verdankt seine Karriere diesen Geschäften, bei denen Goldman Sachs bevorzugt wurde. 2002 wechselt Draghi zu Goldman nach London, wird Vizepräsident der Bank. Goldman zu dieser Zeit erneut gut im Geschäft, diesmal mit Griechenland. Umstrittene Swap-Geschäfte bringen der Bank hohe Gewinne, Griechenland aber Riesenprobleme. Und Draghi muss sich rechtfertigen. Öffentliche Anhörung vor der Ernennung zum EZB-Chef. War er als Vermittler wieder mit im Boot? Ich hatte nichts zu tun mit diesen Geschäften, niemals davor und niemals danach. Ich war nicht zuständig für die Geschäfte mit den Regierungen. Ich habe nur für den privaten Sektor gearbeitet. Doch Zweifel gibt es reichlich. Auch in London bei Marc Roche, Goldman-Kenner und Le Monde-Korrespondent. Die Goldmänner sind keine Samariter. Sie engagieren Draghi nicht und geben ihm den Titel eines Vizepräsidenten, wenn er nicht auch für den öffentlichen Sektor zuständig gewesen wäre. Er hat nicht gelogen, aber die Wahrheit hat er auch nicht gesagt. Wie gesagt, Draghis Kontakte sind exzellent. Bis heute, auch dank des Club of 30. Probleme durch seine Mitgliedschaft dort sieht er auf Heute-Journal-Anfrage nicht. Die EZB sieht in der Mitgliedschaft ihres Präsidenten im Club of 30 keinen Interessenkonflikt. Als EZB-Präsident wird Mario Draghi schon bald Europas wichtigste Banken beaufsichtigen. Es gibt einige, die das für keine gute Idee halten. Anders der Club of 30. Dort kann man sich freuen, einen so guten Freund an der Spitze der EZB zu wissen.